Da die will ihren ihre Legierungen kriegt sie. Kriegt Verstanden. Sie, kriegt sie. Kriegt die ihre Superlegierung, dann ist vielleicht bald mal hier Energie. Die brauche ich, um hier weiterzubauen. Ein Treffen in meinem Haus? Also, warum nicht? Ja, warum nicht, ne? Ich hätte nicht ein großes Komplex. Boah, die fliegen hier alle rum. Ist das ein geschäftiges Treiben? Den habe ich schon. Da fehlt noch eine Brücke. Was ist das hier eigentlich für ein Punkt? Ist das der Hafen? Die Motivation ist auf einem Allzeithoch. Und einmal darüber. Ihr Projekt war erfolgreich. Wunderbar. Gut, dass Sie da sind. Ich habe einen Job für Sie. An Teilen, was? Sie ist wirklich immer recht zufrieden. An Teilen dieses Dams zu arbeiten ist gefährlich. Stellen Sie sicher, dass es besonders die neuesten Baumaschinen einsetzt als billiger. Auf einem Arbeitsplatz halten Sie einen Produktionsüberschuss vom Bauwort zum Wahlbecken bereit. Ein Produktionsüberschuss, ja. Hier meine Bauwerkzeuge, wir machen das nochmal. Oh, da ist wenig Platz. 20. Wir bewegen dich mal ein bisschen. Hier hin. Oh. Dann kriegst du hier noch einen dran. Zack. Ja, jetzt. Ah, noch einen, okay. Bitteschön. Mensch, nee. Jetzt muss ich 10 Minuten hier warten. Ja, jetzt 10 Minuten lang. Was sind hier sonst noch? Ja, die wollen, dass ich die befördere. Das will ich aber eigentlich noch nicht. Eins nach dem anderen. Guck mal hier rein. Gehen wir das Feuerwerk. Projekt grüner Daumen. Finden Sie passender Baum an der Küste. Sieht ein passender Baum aus.
Wo ist die richtige Küste? Hier direkt am Anfang. Passender Baum an der Küste. Da. So sehen passende Bäume aus. Okay. Bisschen aufgeplustert. Eine noch. Hallo. Hallo. Da. Gut gemacht. Wir werden Sie bei künftigen Aufträgen in Betracht ziehen. Ein Auftrag von ganz oben. Hoffentlich enttäuschen Sie uns nicht. Was denn? Die Berechnung unserer Materialkosten musste korrigiert werden, natürlich. Aber wir werden nicht die Löhne unserer Arbeiter kürzen, oder? Das wird zu einem Skandal führen. Besitzt Sie eine Creditbilanz von... jetzt sind wir ja auch drüber. Du lässt mich in der Sache nicht hängen. Sowas würdest du doch nie tun, oder? Was denn? Setzen die mich schon wieder. Dann schauen wir mal hier. Einem Unternehmen sollten nie die Aufträge ausgehen. Ich könnte dir helfen, welche zu bekommen. Ja, gucken. Erstmal gucken. Ja. In der kalten Arktis. Hör mal, ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach und die Schießerei... Ich hoffe, wir sind bald damit fertig. Will ich dabei gesehen werden, wie ich Jorgensen helfe. Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wenig Stimulanz, naja. Perfekter Stabilisator. Sorry, falls ich dich nerve, aber du musst das bald erledigt haben. Schlimm ist das Schiff zu Will Jorgensen. Okay, wo ist denn mein Schiffchen hier? Verstanden. Ach, den habe ich schon da dran. Okay. Beim Sprit verrechnen, ich glaube auch. Volle Kraft voraus. Hä? Entschuldige, ich bin irgendwie nicht auf dem neuesten Stand. Wie sieht's aus? Ah, lass dir Zeit. Och. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es läuft. Warum habe ich das nicht abgegeben, ne? Dreist. Verstanden. Und jetzt aber. Unglaublich einfach cool. Ich bin sprachlos. So, was haben wir hier? Fahrzeug zum Anbringen. Wo soll ich das denn bringen? Verstanden. Ah, das hat mir angezeigt, okay. Bestätigt. Roger. Koordinaten bestätigt. Einmal um die Insel rum anscheinend. Volle Kraft voraus. Moment, ist das der defekte Klima? Weil es wäre nur einer. Bestätigt. Ich verstehe es nicht. Koordinaten bestätigt. Oh Mann, was sind das für dumme Pfeile? Hier dann falsch. Koordinaten bestätigt.
selbst hinfangen kann. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nur, wo das ist. Wie steht es denn hier eigentlich um meine Waren? Minus vier Augen. Stuhllanzen. Unsere Siedlung ist nichts Besonderes. Was? Ich doch eigentlich ganz schön in der Waage gerade. Da hier. Ab damit. Fracht geliefert. Jetzt noch ein. Hä? Schleppen Sie Klimaexpertenschiff. Da ist noch ein. So. Jetzt verstehe ich das. Es gibt nicht zwei defekte Klimastabilisatoren, sondern zwei Schiffe. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Warum dauert das so lang? Was kann mir wohl die geheimnisvolle Frau ist? Unglaublich einfach cool. Ich bin sprachlos. Ich frage nur ungern, aber ich sitze in der Klemme, verstehst du? Die Experten führen im Stabilisator Messungen durch. Sie sagen, dass die elektromagnetische Fluktuation möglichst gering bleiben soll. Sagen sie dafür, dass die Energieversorgung durchgängig steht. Bild sie eine Energiebilanz. 500 plus? Die bescheuert? Gierig, ey. Wer macht denn hier Dinge? Leute, ja, auf 5 Minuten an, gut. Was Hallöchen! Ist ich meine, willkommen bei Ibarra Foxcom. Fördern Sie Ölvorkommen der Arktis, indem Sie Kontrolle über die drei alten Bohrinseln übernehmen. Na klar, übernehme ich den Sektor. Cool, du bist... Eis und Schnee. Ein seltener Anblick heutzutage. Wir haben ihn der Klimastabilisationstechnologie der Custodians zu verdanken. Und Anblicke wie diese leckgeschlagene Bohrplattform, die verdanken wir industrieller Ausbeutung und menschlicher Gier. Aber ist es zu fassen? Einer der Big Five hat den Arctic Custodians seine Hilfe bei diesem Problem angeboten. Ich sage, es steckt etwas anderes dahinter. Steckt dahinter. Also ich brauche hier wohl erstmal ein Land. Wo kann man denn hier schön ein bisschen bauen? Boah, ist ja Kacke. Kann man da oben drauf bauen? Ja. Sieht doch eigentlich ganz okay aus, oder? Wo lege ich den hier an? Da. Ich hätte da einen Job für dich, aber da könnte es richtig zur Sache gehen. Ach komm, ich weiß nicht. Volle Kraft voraus. Erstmal das annehmen. Von allen Eisklumpen hier draußen hätte ich mich auch für den hier entschieden.
Ist das so? Ich hatte gehofft, Sie hier zu treffen. Sie sind ein ungewöhnlicher Firmenchef. Selbst wenn es um die Umwelt geht, schrecken Sie nicht vor unbequemen Entscheidungen zurück. Daher will ich Ihnen dieses Angebot unterbreiten. Nehmen wir mal an. Wissen Sie, die Arktis ist der einzige Ort auf der Erde, an dem noch fossile Brennstoffe lagern. In der Vergangenheit wollten viele Firmen diese Vorkommen skrupellos ausschöpfen und haben es nicht geschafft. Die Arctic Custodians setzen schnell Firmen vor die Tür, die auch nur ansatzweise in Verdacht geraten, die Umwelt zu verschmutzen. Aber diese verrosteten Kadaver blieben hier und aus ihren alten Wunden floss das schwarze Blut. Wir von Usoyev Incorporated haben angeboten, sie für die Arctic Custodians zu entsorgen. Hoffentlich mit ihrer Unterstützung. Natürlich. Finden Sie Ölspuren an der Küste. Bestätigt. Achso, da muss ich die wieder nur anklicken. Naja. Die sind immerhin mal richtig gut sichtbar. Widerliches Öl. Das geht ja gar nicht. User joined your channel. Gar nicht geht das. Microphone activated. Hä? Das ist eine sehr schöne Begrüßung. Hä? Was labert der Hansel mit mir? Da? Der Hansel sagt meinen Namen? Was so? Anno spielen. Why are you doing? Why not? Don't like Anno. Okay. Microphone muted. Wo ist denn da? Ja, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Bitte fahren Sie mit dem Rückbau der Bohrinsel fort. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit reisen muss, aber ich möchte Ihnen diese Chance geben. Was? Halten Sie eine Bevölkerung von Beschützer in Ikuma-Gletschern von 500? Wieso läuft denn die Zeit schon ab? Halten Sie bitte die Teamgröße im Rahmen, den die Afrika-Sessions vorgeben, mich für Missverständnisse vermeiden. Von 500, dann darf ich maximal 500, heißt es immer, ne? Ja, verwirrend. Was ich hier Sie herein, die Tür ist offen. Gut, 2 Millionen, das kann ich, ja, bin die Stufe ist auch noch. Willkommen. Weit. Worüber möchten Sie reden? Ach du meine Güte. Ja, ich gucke mal wieder hier. Achso, da stehen die Mängel. Schein. Irgendwie mit der einen Instanz, die ich am Tag mache, levelt man nicht so krass in WoW, muss ich sagen. Kann ich mir vorstellen. Scheiße. Sie haben mit Narren offenbar genauso wenig Geduld wie ich. Willkommen. Ich habe einen Auftrag, falls Sie Interesse haben. Ja, irgendwann, wenn du der WoW kaufst, dann bin ich... Bin auch gerade überlegt, ob ich das schaffe. Nein. 64 bin ich erst, ey. Sich ranhalten. Achtung! Unterversorgung halt mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Dann dauert es schon 10 Minuten, denen ich absolut nichts mache, außer hier rumstehen. Dann kommt die an, dann kommt die Instanz, dann habe ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr.
Microphone muted. Roger. Weil du halt mit dem Low-Charakter, ich könnte jetzt was farmen gehen, oder ich auch absolut viel Bock drauf. Microphone activated. Microphone muted. Diese Idioten haben noch keine Ahnung. Das lasse ich lieber den Profi machen. I'm grinding. Microphone activated. Microphone muted. Wenn du deine militärische Ausrüstung testen willst, solltest du das meinen Daten zufolge jetzt tun. Ich will ja nicht drängeln, aber was macht denn besagter Job? Container aufnehmen. Mikrofon aktiviert. Mikrofon muted. Koordinaten bestätigt. Das ist der letzte Schritt jetzt, oder? Schritt 5 von 5. Investieren Sie Petrochemikalien, um Produktionsmodul zu bauen. Nein! Ich möchte meinen Damm fertig bauen! Der zweite Damm ist fertig. Yes. Ich muss sagen, Sie treiben unser Projekt voran. Danke, danke. Ah, es gibt noch mehr? Guck mal, der hat ja schon wieder einen Stern. Bestätigt. Direkt mal hinterher. Huch. Er fliegt weg. Er fliegt weg. Ganz weg oder was? Ah, okay. Aha, da ist ja noch ein dritter Webdamm. Ich kann es nicht sehen. Nur noch ein Damm. Ich werde mich um den Papier. Rechne die Firmenstufe von 20, okay. Im Gange. Ich habe einmal. Ah, ne, ich gucke erstmal bei den anderen. Gerade so schön. Hier stopfe ich das schwarze Loch. Schön zu wissen, dass Sie bereit sind zu tun, was getan werden muss. Ja. Ein Freiwilliger wird benötigt, der sich um dieses Problem kümmert. Kann ich dem Senat sagen, dass Sie an der Sache dran sind? Ja. Sammeln Sie Marmorstein mit Ihrem Fahrzeug ein. Marmorstein mit Ihrem Fahrzeug. Wo ist mein Fahrzeug? Bestätigt. Wie? Ah, da, okay.
Na schön. Das ist ein großer Marmorstein, die alle da auf mein Boot passen werden. Oh, was ist das? Bär? Das ist wirklich ein Bär. Wie schön. Sehr marmorreiches Gebiet. Sammelt. Einer fehlt noch? Ja, von acht. Roger. Ist noch alles im grünen Bereich? Schön zu wissen, dass Sie bereit sind, zu tun, was getan werden muss. Genau. Ich habe hier was, was den Wert Ihres Unternehmens drastisch steigern kann. Jetzt nehmen wir Riedische Bucht als Kraft. Ja, okay, dann geht's jetzt hier mal wirklich ans Ausbauen. Was bauen die hier? Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Es gibt nicht genügend Ressourcen, aber das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schade. Weil ich muss auf jeden Fall rüber. Muss ich hier gerade mal auf der Weltkarte eine neue Transferroute einrichten. Molybdäne, Superlegierung 00. Erstmal hier an. Das ist schon der Ausgangsort. Ja. Ja, schmeißen wir hier drüber. Steht die, obwohl 1000 ist ja teuer. Aber gar nicht. Verbindung wird hergestellt. So, und Routenübersicht. Sortiere Daten. Kann ruhig noch laufen. So, 20 kriegen wir jetzt. Wie viel brauchen die denn? Steht das da? Ich könnte auch einfach was kaufen. Beginne Brückenbau. Bedingungen sind erfüllt. Sehr schön. Im Bau kann ich jetzt hier eigentlich schon direkt weiterbauen? Ne, noch nicht. Okay, dann warte ich noch.
Produktionsstopp. Aber es wird noch gebaut. Baut schneller! Brückenbau kann ausgeführt werden. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Zack, so. Jetzt kann ich hier mal, ne? Schön. Hier wollen wir einmal rüber. Naja, wir fahren hier einfach dahin. So, was ist denn hier mit dem Bau? Brückenbau begonnen. Wird jetzt auch gebaut und dann kann man hier anfangen mit der riesige Stadt kann man hier bauen. Come on. Noch 1600 das Limit. Das stört mich nicht. Meine Preise sind ja so niedrig. Es ist mir immer ein Vergnügen, mein Freund. 100, zack, so, soll das. Hat gar nicht so viel schneller gebaut. Na gut, na gut. Baustelle. Ein idealer Ort für die nächste so. Außenstelle. Gute Wahl. Jetzt hier. Baustelle bereit für Brückenbau. Ziehen. Richtig fetter. So ein Komplex hätte hier schön ans Meer. So, obwohl hier vorne muss noch eine Straße hin. Bauen wir hier mal eine Straße. Die geht auch noch da. So, wir bauen ja 1, 2 Uhr komplett. Gibt's Arbeit? Wir sind bereit. Dann geht's hier runter. Und 2 weitere Wohnkomplexe. Runter. So, und danach 1, 2, 3, 4, 5 unserer Straße. Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. So, in meinen bescheidenen Räumen. Treten Sie ein und setzen Sie sich. Biokost, oh, die können wir unten anbauen, ne? Alles installiert. Probier's aus. Oh, scheiße, Biokost ist ja. Das ist ganz anderes. Ist ja das hier. Wasser geht runter. Wasser. Was haben wir denn Wasser? Ich baue einfach ein Wasserwerk hier hin.
Verkehrsanlage, schlecht. Das ist schlecht. 2 wird das natürlich blöd mit dem. Keine Baubots. Wo kriege ich meine Baubots her? Ich weiß, was über mich erzählt wird, aber sie kommen trotzdem alle zu. Na, kriege ich die Baubots her. Nix Deals sind. Jetzt habe ich ein paar Baubots. Direkt hier so ein Seitenkraftding bauen. Die Waren. Plus. Schön. 3 Wasser nur im Plus. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Ich will ja nicht drängeln, aber was macht denn besagter Job? Ach, und der hat keiner. Ja, Job. Ziemlich Arbeit haben wir. Guck mal. Das sieht doch schon besser aus, oder? Hier kommt auch noch eine Ware hin, ja. So, welche ist hier ineffizient?